Heute bei Reinhold Beckmann. Polit-Talker Erich Böhme. Zwischen Vision und Wahnsinn, die ehemalige RAF-Aktivistin Margret Schiller. Und Ilja Richter, in den 70ern Deutschlands Disco-König. Aus Hamburg, Beckmann. Guten Abend. Hallo. Schönen guten Abend zu Hause. Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Am 1. Mai. Meine drei Gäste heute Abend sind alles Figuren, die die 70er Jahre geprägt haben und auch natürlich durch die 70er Jahre geprägt wurden. Zum einen Erich Böhme, der war damals Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Spiegel. Und Margret Schiller, sie war RAF-Aktivistin, ist seit 15 Jahren zum ersten Mal jetzt wieder in Deutschland. Und Ilja Richter, damals Kultstar der 70er mit seiner Sendung Disco. Und es soll euch Menschen geben, die sich nicht mehr genau daran erinnern können. So sah das damals aus und so hörte sich das an. In die Tulpen, denn da hörte dein Papi nicht, was dein Mund mir in den Tulpen verspricht. Ja, hier ist er. Herzlich willkommen, Ilja Richter. Hallo, schön. Hallo. Ja. Ja. Ich war ja fast versucht, jetzt wieder zu sagen, Licht aus, Spot an. Wie ging das dann weiter? Hallo Freunde? Licht aus, Spot an. Und hier ist sie wieder, die absolute Hauptgewinnerin. Es waren doch meistens Damen, ja, jüngeren Datums. Und einmal hatten wir auch eine Oma. Wir hatten eine Oma, ja. Und wir hatten noch einmal eine Bäuerin, die hat mir dann im Studio Hamburg, wir haben das übrigens hier produziert, auf diesem Gelände. Ja. Ich bin zum ersten Mal wieder in diesem Studio. Wir sind im Disco-Studio. Ja, eigentlich. Die hat mir dann die Fotos gezeigt von ihrem Viehbestand. Sehen Sie, das ist ja der Unterschied. Ich sage, ich habe eben versucht zu erklären dem jungen Publikum vor der Sendung, das ist so ungefähr wie MTV oder wie Viva. Da wurde ich ausgelacht. Aber damals war es ja Familienprogramm. Ja. Ich habe mich damals gefragt, Mensch, ist das wirklich Ilja Richter oder war das eine Kunstfigur? War das eine Rolle? Ich glaube schon, dass ich eine Kunstfigur erfunden hatte und mir darüber aber nicht so viele Gedanken gemacht habe. Ich habe nicht plötzlich zu Hause in Berlin in der Bleibtreustraße gesessen und gesagt, jetzt erfinde ich mal eine Figur. Ich glaube, dass ich so, wie ich gebacken bin und so, wie ich vor allen Dingen, wie ich mich gab, war ich automatisch nicht ganz von diesem Stern. Ja, dafür gibt es ja dann irgendwie Gründe oder Hintergründe, naja, warum ich das glaube, so war. Ich glaube, dass meine Idole, als ich 15, 16, 17 war und auch davor als Kind, sahen die Idole so aus, wenn die anderen sich, also sagen wir mal zur Beatles-Zeit, wenn die sich die Beatles-Platten kauften, dann schenkte mir meine Mutter Trude Hesterberg, Theo Lingen. Ich kannte mich in der Kabarettszene genau aus. Und als ich dann die Sketche etablierte in Disco, habe ich mit meinem Faible für die 20er Jahre, mit meinem Faible für diesen Stil der 20er Jahre, habe ich für mein Alter eigentlich etwas ganz Merkwürdiges gemacht. Die Sketche in Disco sahen immer so aus, als wenn man eine Direktschaltung in den Admiralspalast 1930 macht. Und danach kam dann plötzlich, muss ich es mal vorstellen, ich meine, zwischen T-Rex und Heino plötzlich ein Sketch, ich bin die Marie aus der Haller-Revue. Ich meine, das war schon merkwürdig, nicht ganz merkwürdig. Das trauen sich heute die MTV-Moderatoren nicht dazu. Was mich dann immer, ich war ja mehr auf der Stones-Seite und auf der Beatles-Seite, was mich immer so gestört hat, dieser Konfirmanden-Look, dieser Anzug immer so, wie gerade aus der Tanzschule kommt. Ja, ich habe diesen Anzug immer meinen Kampfanzug genannt, weil ich mit diesem Anzug eine gesunde Distanz schaffen wollte. Einerseits wollte ich ein liebenswürdiger Gastgeber sein, der Gäste präsentiert, auch wenn er zum Beispiel nicht so sehr auf den oder den oder den Gast steht. Man kann sich auch auf einer Party nicht unausgesetzt
Also das klappt ja nicht immer. Ja. Nicht jeder Partygast gefällt einem. Und man ist ein schlechter Partygastgeber, wenn man sagt, ja, ich weiß auch nicht, wie dieser Armleuchter hierher gekommen ist, aber er ist halt zu Gast. So geht das nicht. Aber ich habe natürlich schon manchmal, apropos Kampfanzug, gelitten, wenn zum x-ten Male ein Heino oder zum x-ten Male ein Tony Marshall auftrat, da blieb dann schon das Fäustchen im guten Zwirn. Aber Sie haben ja noch so andere Sachen gemacht, nicht nur Disco, weil wir gerade bei Heino sind. Da gibt es einen Film, Blau, 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 blüht der Enzian. Da sind Sie ja auch rumgesprungen. Da habe ich gedacht, Mensch, war das eine kleine Verirrung? Ach, wissen Sie, was macht man nicht alles, um aus der Armut rauszukommen? Und ich habe... Parallel zur Disco gab es ein Angebot, Spielfilme zu machen, und ich habe innerhalb kürzester Zeit von 70 bis 73, der Vorläufer von Disco hieß übrigens Hot and Sweet, da fing das schon an, da habe ich Spielfilme gemacht, ich glaube 13. Und der Kinovertrag war ein für damalige Verhältnisse ungeheurer. Ich bekam, das kann ich ruhig heute sagen, ich bekam, nachdem der erste Film, Wenn die tollen Tanten kommen, mit Carell die goldene Leinwand einspielte, bekam ich einen 200.000 Mark Vertrag. Und das war einfach unglaublich. Und ich habe während, denn ich war ja kein doofes Bürschchen, ich habe während ich die Filme drehte, merkte ich also schon, dass Some Like a Todd einfach besser ist. Mhm. Aber nochmal zurück, die Situation, also 70er Jahre, 68er Generation, sind Jahrgang 52. Die Leute waren auf der Straße, die haben den Generationskonflikt ausgetragen, die waren rebellisch. Warum war Ilja Richter nicht rebellisch oder politisch in der Zeit? Ich war bestimmt sehr politisch, aber man hatte mir nicht gestattet, die Eltern hatten wie sehr oft Verfolgte, in diesem Falle meine Mutter war Jüdin, mein Vater war ein Kommunist, später ein enttäuschter Kommunist, wir sind aus der DDR geflohen, da war ich noch ein Baby. Er war dafür, er war als Widerstandskämpfer im KZ und im Zuchthaus und im KZ. Wir waren sehr dazu verdammt worden, nicht über unsere Herkunft zu sprechen. Und das ist auch nicht so außergewöhnlich in vielen Familien, ob jetzt rassisch oder politisch verfolgt, das den Kindern einzubimsen. Und bei mir war es auch noch so, dass sie das nicht wollten, weil es der Showkarriere schaden könnte. Das heißt, Mutter hat zu Hause gesessen und hat gesagt, Ilja, sag nichts Politisches im ZDF, Das wurde verinnerlicht. Sie musste nicht extra sagen, Ilja, sag nichts Politisches. Ich war auch so in einem Kokon, wissen Sie? Das ist wie in einem Kokon. Im Übrigen, egal ob Mama, Papa, egal wie jetzt die Familiengeschichte der Richters aussieht, wenn Sie morgen oder hier heute allzu massiv oder überhaupt in irgendeiner Weise Partei ergreifen würden, für welche Partei auch immer, ist das auch heute noch in einer Sendung, speziell in Deutschland, sehr heikel. Also, und nun nehmen Sie noch einen sehr jungen Menschen wie mich. Ich habe mich also sehr konform verhalten und habe trotzdem dann irgendwann angefangen, mich zu befreien. Also ich habe so kurz vor meinem so 81... 82, habe mich dann in der Friedensbewegung engagiert, ich habe mich auch für die Grünen engagiert. Da gibt es noch eine Geschichte, die mir noch in Erinnerung geblieben ist, weil Sie gerade über die Friedensbewegung reden. Das war 1982. Sie erinnern sich noch an Ihren Auftritt in der Waldbühne damals? Ja. Viele Künstler waren unterwegs, also Udo Lindenberg war da, ich glaube, Wecker war da, viele deutsche Künstler. Sie sind auch aufgetreten mit einem Vierzeiler. Da mussten erstmal einiges ertragen. Sie sind ausgepfiffen worden. Ich bin ausgebuht worden. Ich hatte allerdings vorher auch schon gedacht, das wird nicht so glatt ablaufen, weil ich irgendwo wie E.T. der Außerirdische behandelt worden war. Und das ist auch in Deutschland gar nicht so außergewöhnlich, wenn sich einer, der eine Show macht oder in der Showszene tätig ist, politisch äußert. Und das habe ich gemacht. Aber ich war sehr stur und bin da auf der Bühne als ehemaliges Bühnenkind habe ich mir gesagt, du gibst die Rampe nicht frei und wartest, bis die sich beruhigt haben. Dann habe ich mein Gedicht abgelassen und ich habe auch im nächsten Jahr wieder dort gestanden. Dort haben sie schon nicht mehr gebuht. Und irgendwann hat man sich daran gewöhnt, dass es Showleute gibt. Ja. Ich bezeichne mich übrigens selber nicht als Showmann, ich bin Schauspieler, aber ich habe doch damals ein Show-Image gehabt. Das war einfach. Sie haben die heile Welt natürlich repräsentiert. Ja. Und das ist natürlich in so einer Situation, haben Sie erwartet, dass Sie gefeiert werden? Nein, ich habe ja auch gesagt, ich habe gedacht, das wird nicht unbedingt glatt ablaufen. Ich habe das auch dem Moderator gesagt, dass das nicht ruhig ablaufen wird. So naiv war ich nicht. Allerdings habe ich nicht gedacht, dass es so massiv ablaufen würde. Erinnern Sie sich noch an die vier Zahlen von damals? Ich weiß nur noch, dass ich gesagt habe,
Wir haben keinen, ich habe mich noch wunderbar versprochen, das war herrlich, ich habe in meiner Aufregung habe ich gesagt, wir haben keinen, ich wollte sagen, wir haben keinen blinden Hass auf USA, oh nein, doch eines steht jetzt fest, auf Regen folgt bald Sonnenschein, damit meinte ich Reagan, ja. Und bei blinder Hass habe ich aus Versehen blonder Hass gesagt, also ich meine, das war, also... Das war sozusagen die Mutter aller Blondinenwitze. So, damals ging's los. Also ich glaube allerdings, dass ich in meinem Inneren ganz andere Kämpfe geführt habe, noch bevor ich mich politisch geäußert habe. Es war für mich sehr anstrengend, einerseits Ernst Busch im Kopf zu haben, Kampflieder Der Wedding ist rot zu kennen, die Geschichte meines Vaters verinnerlicht zu haben, auch zu wissen, was in Deutschland geschehen war, anhand der Beschreibungen meiner Eltern. Und andererseits war die Show sehr zu lieben und Shows zu machen und doch sein Maul zu halten. Ich nenne es auch durchaus opportunistisch, aber es ist auch eine Frage des Alters und der Erziehung. Also heute könnten Sie es sicherlich nicht mit mir machen, aber ich bin auch heute in einer anderen Situation. War das schwer, sich davon zu befreien und in dieses Unbekannte hineinzugehen? Oder haben Sie es gar genossen, in den 80er Jahren urplötzlich unbekannt zu sein? Ja, man ist eben nicht von einer Minute zur anderen unbekannt. Man muss erst einmal, das war mein Kampf, den ich heute auch nicht mehr als Kampf empfinde. Als ich mit Disco aufgehört hatte, war ich immer bestrebt zu zeigen im Theater, ich bin ein ganz anderer, ich bin ein ganz anderer. Was heißt hier, ich bin ein ganz anderer? Sie sind Beckmann, ich bin Richter. Heute macht man das, morgen macht man das. Es muss nur zu einem passen. Und ich habe den Disco-Zeiten nicht nachgetrauert. Ich hatte nur ein Bestreben, ich wollte Menschen darstellen auf der Bühne. Und dabei bin ich auch geblieben. Ich spiele Menschen, teilweise auch sehr gebrochene Charaktere, interessante Personen. Und ich drehe auch immer mehr, ich drehe jetzt zum Beispiel gerade einen Tatort. Ich habe im letzten Jahr zwei Mörder gespielt in Fernsehfilmen. Es hat eigentlich aufgehört, dass der Ruf ist zwar noch, also wie soll ich sagen, das Image hat sich geändert, aber das ist trotzdem ein Stück Zeitgeschichte. Dass jetzt schon das Böse rauskommen kann, was man... Der Mensch hat viele Facetten und... Ich frage deshalb nochmal nach, weil es gibt eine Geschichte in diesem Buch, die mir aufgefallen ist. Da haben Sie über das Publikum gesprochen. Und haben gesagt, Publikum ist wie Mama, es will nicht, dass man erwachsen wird. Heißt das, dass das Publikum Sie nicht aus der Disco-Rolle entlässt? Oder wie ist das zu verstehen? Ich glaube, dass man das ein bisschen so herausgerissen so zu verstehen hat. Ich glaube immer, gleich Plädoyer fürs Publikum, ich glaube immer an die Fantasie des Zuschauers. Ja. Und der Zuschauer im Parkett vergisst innerhalb von Minuten irgendetwas, ob das ein Arztkittel, ob das ein Schauspieler ist, der eine Arztrolle gespielt hat oder ein Förster, wenn er gut ist und wenn das Stück stimmt. Aber das Publikum, von dem ich hier gesprochen habe, das Fernsehpublikum, das zum Beispiel teilweise nicht ins Theater geht, das sieht halt immer wieder auch die Konserven und ist sicherlich irgendwo zu Hause mit dem, was es hat, nämlich mit den Konserven. Also, ne, ich bin zum Beispiel für viele Leute eben der ewige Ilja und das ist, finde ich, auch ganz normal für Menschen, die halt immer wieder auch eine Wiederholung im Fernsehen diesen Mythos auch weiterleben zu lassen, das haben Sie gar kein Problem mit jetzt. Also ich frage das deshalb auch, weil in Berlin sind Sie überall plakatiert im Moment, man sieht Ilja Richter auf jeder Wand, weil er eine Musiksendung für einen Radiosender macht und wieder die 70er Jahre spielt. Ja, das ist eben das Entspannende für mich heute, im Berliner Rundfunk 91.4 Pop. Hits der 60er und 70er zu präsentieren, übrigens internationale und ganz wenig Deutsch, wenn Deutsch, dann wirklich etwas, was mir gefällt. Und Mischen Sie die Stones jetzt runter. Jetzt macht es mir Spaß, die Beatles zu präsentieren. Jetzt bin ich aber auch nicht mehr in dem Korsett, dass ich gefälligst etwas gut zu finden habe, weil ich der Gastgeber bin. Und schon funktioniert das, schon ist das also eine sehr beliebte Radiosendung, in der ich eben auch die 70er Jahre nicht glorifiziere. Ich bin kein Nostalgiker und ich lebe sehr im Hier und Jetzt. Und gerade deshalb kann ich mir den Luxus erlauben, Hits von gestern zu präsentieren, aber auch News von einst. Also ich nenne das mal News von gestern. Ja. Aus Politik, aus Kultur, Schlagzeilen von früher, aus allen und auch aus Pop, aus der Pop-Szene. Da habe ich was für Sie. Na. Mein nächster Gast ist ein Stück Geschichte der 70er Jahre. Vor 30 Jahren wurde die Rote Armee-Fraktion gegründet. Margret Schiller war damals dabei. Wir haben natürlich die Rote Armee-Fraktion gleichgesetzt mit Terror, mit Tod und Gewalt. Sie hat versucht, einen neuen Lebensweg da zu finden. Sie ist nach 15 Jahren, sie lebt jetzt in Uruguay, zum ersten Mal wieder in Deutschland. Und bevor sie zu uns kommt, wollen wir uns noch mal eben kurz erinnern. Margret Schiller. Heidelberg 1971.
Erster Kontakt mit der RAF. Bader, Meinhof, Enslin, Raspe. Das Mädchen aus gutem Hause ist fasziniert. Taten statt Theorien, Gespräche statt Gehorsam, Freiheit, wo bislang Regeln galten. Sie lässt ihr bisheriges Leben hinter sich, schließt sich ihren neuen Freunden an. Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, unerlaubter Waffenbesitz, Urkundenfälschung, Beihilfe zum Mordversuch. Zweimal kommt Margret Schiller ins Gefängnis, verbüßte 6,5 Jahre Haft. Nach ihrer Freilassung verlässt sie das Land. Heute lebt die 52-Jährige in Uruguay. Ja, guten Abend, Margret Schiller. Willkommen. Hallo, Frau Schiller. Ich habe es eben gesagt, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Warum sind Sie so lange weggeblieben? Ich war erst 8 Jahre in Kuba. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, wo ich gesagt habe, ich würde vielleicht gerne wieder zurück. Und ist es Rostock gelaufen zu der Zeit, als ich zurück wollte? Also, das ist mir eben ein, das war so 1992, als Klaus Kinkel sagte, ihr könnt alle wiederkommen, keine Probleme. Also da hatten Sie schon fast ein Flugticket, oder? Richtig, ich hatte ein Flugticket und das musste ich 24 Stunden vorher stornieren, weil die kubanische Bürokratie nicht funktioniert hat und ich keinen Stempel gekriegt habe, um wieder zurückfliegen zu können nach Kuba, wo meine Kinder waren. Ja. Und dann habe ich hinterher erfahren, dass bei Freunden der Verfassungsschutz war und der gesagt hat, ja, warum ist ihr denn nicht gekommen? Ja. Und würdet ihr nach Kuba fliegen auf Kosten des VS, um der Margret ein paar Fragen zu stellen? Mhm. Und als sie mir das gesagt haben, meine Freunde, habe ich gedacht, oh, das Interesse gefällt mir gar nicht, da fühle ich mich ja gar nicht sicher. Ja. Und das war eben im September 92, wo auch die Angriffe gegen Ausländer, gegen das Ausländerasylheim in Rostock liefen, wirklich so bös. Und da habe ich gedacht, ich glaube, da fahre ich besser nicht zurück. Sie sind gerade auf Lesereise auch durch Deutschland und stellen auch Ihr Buch vor. Mhm. Ich war am Freitag dabei im Schauspielhaus, habe mir das angehört, die Lesereise. Und da sind ja auch Kapitel drin in dem Buch, gerade über die Zeit, als Sie so den ersten Kontakt mit der RAF hatten. Da hatte ich so den Eindruck, wie Sie es beschrieben haben, dass es fast zufällig war. Haben Sie genau gewusst, worauf Sie sich einlassen, damals, als Sie Andreas Bader, Ulrike Meinhof und Gudrun Enslin kennenlernten? Ich habe das natürlich nicht genau gewusst, aber es war mein Lebensgefühl. Ja. Und ich denke, es war nicht zufällig. Also von heute aus sage ich, ich habe einen konsequenten Lebensweg. Und die Entscheidungen, die ich damals gefällt habe, waren nicht aufgrund von zig Büchern, die ich studiert hätte und einer insgesamt einer Weltanalyse, sondern dem Willen aufzubrechen und einen Sinn für mein Leben zu suchen und zu sagen, ich stelle mich mit allem, was ich bin und mit allem, was ich fühle und denken kann, gegen diese verknöcherte Gesellschaft und gegen diese Art zu leben, wie meine Eltern leben, wie es in der Schule ist, wie was ich auf der Straße sehe, da das will ich so nicht akzeptieren. Das war mein Lebensgefühl und keine politische Überzeugung. Das heißt, Sie waren in der Zeit noch unpolitisch. Was hat Sie denn fasziniert an Andreas Bader und Ulrike Meinhof? Also ich denke nicht, dass ich unpolitisch war. Ich war keine politische Intellektuelle. Ne? Ja. In Deutschland ist man nur politisch, wenn man eine bestimmte intellektuelle Ebene hat. Und ich denke, man kann sehr wohl politisch sein, ohne jetzt wirklich alles analysieren zu können. Und ich bin ein politischer Mensch, in dem, wie ich versuche,
das zu leben, was ich denke. Aha. Wollen wir mal zurückkommen zu der Situation. Wie war das damals? Also Sie haben Ihre Wohnung zur Verfügung gestellt. Das war so der erste Kontakt. Die kamen bei Ihnen vorbei und haben gefragt, ob Sie jetzt mal Unterschlupf kriegen können. Klar, sie kam natürlich nicht erst direkt vorbei, aber es kam jemand, der vorgefragt hat. Und ich habe gesagt, ja. Und dann waren sie in der Wohnung und es war für mich sehr aufregend und sehr, ja, die waren überall auf den Fahndungsplakaten in der ganzen Bundesrepublik. Das war Staatsfeind Nummer eins. Und ich wollte gerne wissen, was sie denken und wofür sie kämpfen. Und ja, da standen sie bei mir in der Wohnung und... Wie ist dann der nächste Schritt vollzogen worden von Ihnen, dass Sie dann auch Mitglied der RAF wurden und auch den bewaffneten Kampf aufgenommen haben? Ging das so einfach von einem zum nächsten? Die ging nicht mehr aus der Wohnung. Ja, da kommen wir später zu. Ich habe das gelesen, das Buch, also bis... Da ist Gott. ich habe eine Wohnung gemietet für die RAF. Und in der Zeit haben sie meinen Hund, sich um meinen Hund gekümmert, aber... Was man so macht. Und ich dachte, ich werde vielleicht auch verhaftet, wenn ich nicht weggehe, da ich schon eine Wohnung gemietet hatte und das eben in meinem Ausweis auch drin stand. Und die Observation begann bei mir vor der Tür. Und ich habe gesagt, ich will mich nicht verhaften lassen, ich will lieber versuchen zu kämpfen. Und bin zu RAF gegangen, die erstmal gesagt hat, oh Gott, warum tauchst du hier auf? Sie haben an der Tür gekratzt sozusagen, lasst mich rein, ich will dazugehören. Ich bin halt in die Wohnung gegangen, die ich selbst gemietet hatte und habe versucht, sie so zu treffen. Sie haben dann relativ schnell 1971 auch einige Aktionen für die RAF gemacht, sind dann auch sehr schnell verhaftet worden, waren auch bewaffnet, aber haben nie von der Waffe Gebrauch gemacht. Warum? Ich versuche das in dem Buch länger zu reflektieren. Es war alles sehr schnell. Ne? Und ich kenne niemand aus der RAF, der einfach losgeschossen hätte, für den es nicht auch ein Problem gewesen wäre, die Gewalt. Und ich konnte nicht schießen. Ich habe mich hinterher angezweifelt, ja, willst du wirklich kämpfen, weil du nicht geschossen hast? Aber ich weiß nicht, ob es unter anderen Bedingungen vielleicht anders gelaufen wäre. Also es war, bevor ich wirklich denken konnte, bevor ich für mich einen gemeinsamen Prozess mit den anderen Genossen aus der RAF entwickeln konnte, war ich schon im Knast. Sie sind dann wieder freigekommen, glaube ich, nach etwas über einem Jahr, sind dann später wieder ins Gefängnis gekommen. Dann kam der Hungerstreik, den Sie frühzeitig abgebrochen haben. Sie haben damit auch die Solidarität eigentlich gebrochen. Da war die Moralfrage ja sehr hoch. Sie galten als Verräterin unter den RAF-Kolleginnen und Kollegen. Haben Sie da selber schon Zweifel gehabt, ob Sie noch dazugehören oder weshalb haben Sie den Hungerstreik abgebrochen? Nein, der Hungerstreik ist entstanden, weil alle Gefangenen aus der RAF seit ihrer Verhaftung total isoliert wurden. Ich bin von der ersten Verhaftung an immer isoliert worden. Und nach der zweiten Verhaftung war ich in einem toten Trakt. Damals in Lübeck. Das heißt, wo ich keinen Menschen gehört habe, keinen Menschen gesehen habe. Und dieser tote Trakt hat meine Kraft unterminiert. Ne? Ja. Also ich habe nach 2 Monaten Hungerstreik die Kraft nicht mehr gehabt, um weiterzumachen. Die Planung war, die gemeinsame aller politischen Gefangenen so lange den Streik durchzuhalten, bis die Haftbedingungen verändert werden. Und ich habe vorher aufgehört, weil ich nicht mehr konnte. Aber galten Sie deshalb wirklich gleich als Verräterin? Das ist mir in dem Buch nicht so, habe ich nicht so empfunden im Buch. Gilt das, galten Sie als Verräterin? Ich habe das nicht so aufgefasst beim Lesen. Das Wort Verräterin für mich ist, denke ich, so nicht richtig, aber es war ein Verrat am politischen Kampf. Mhm. Und weil es kam sofort in der Zeitung, im Radio kam, ja, die Margret Schiller hat den Hungerstreik aufgehört, das heißt, es hören bald auch alle auf, das heißt, wir brauchen auch nicht mehr darauf einzugehen, auf die Forderung. Es hat wirklich die politische Stärke des Streiks gemindert. Die Solidarität gebrochen. Klar. Insofern, ja, klar. Und das war eine enorm harte Situation für alle und es war auch eine harte Reaktion. Klar. Mhm.
Sie haben dann 1979 das Gefängnis verlassen, sind 6 Jahre später nach Kuba gegangen, ins Exil. Ich frage mich, wie war das, nach Kuba zu kommen? Sie waren leidenschaftliche Feministin und kommen nach Kuba in dieses Macho-Land. Wie haben Sie es ertragen? Es war ein totaler Kulturschock. Und gerade der Machismo war bis zum Ende der Jahre, die ich in Kuba gelebt habe, ein großes, großes, großes Problem. Ja. Aber es gab auch sehr viele Sachen, die für mich sehr wichtig waren und die mir viele Möglichkeiten gegeben haben, wo ich viele neue Sachen gelernt habe. Welche zum Beispiel? Ich habe sehr die Musik geliebt. Das war im ersten Jahr, wo ich in Kuba gelebt habe und ich konnte ja kein Spanisch. Ja. Also ich konnte mit den Leuten nicht verbal kommunizieren. Und die Musik und das Wasser haben mir geholfen, im ersten Jahr zu überleben und auch nicht als so ganz isoliert und Ich stelle mir das natürlich schwer vor. Die Bedingung der Kubaner war damals, dass sie nicht über ihr Vergangenes erzählen und das nicht nach außen tragen. Wie hält man das aus, wenn man sozusagen sein vorheriges Leben ganz abtrennen muss, ganz wegwerfen muss? Am Ende war das der wesentliche Grund, warum ich die Notwendigkeit gesehen habe, aus Kuba wegzugehen. Dass ich dass es keinen Weg gab, wirklich einen Dialog zu führen. Ja. Weil ich als die Person mit der Geschichte Knast in Europa, in Deutschland, als die Person habe ich nie existiert in Kuba. Mhm. Und dann war ich auf einer bestimmten Ebene, war ich immer stumm. Ich habe aber auf der anderen Seite gelernt, wenn man ganz ohne, dass immer ein Bild dahinter steht, wen ich repräsentiere, ja. Auch ich ganz anders leben kann, eine Bescheidenheit gelernt habe und eine Möglichkeit, ganz neue Sachen für mich zu entdecken, also ganz normal zu leben und nicht ständig Ansprüche, nicht ständig, ich bin die Frau mit dieser Geschichte und bin ein Bild für die anderen Leute. Ne? Das heißt, sich selber zu finden, neu zu entdecken. Wenn Sie jetzt als Mutter, Sie haben 2 Kinder, über die haben wir eben geredet, die haben beide einen ganz besonderen zweiten Vornamen. Tochter heißt Ulrike, nach Ulrike Meinhof, und der Sohn hat als zweiten Vornamen Holger, von Holger Mainz. Richtig. Warum haben Sie denen diesen zweiten Vornamen gegeben? Das gibt denen doch sozusagen so einen Stempel gleich mit auf den Weg. Nein, das ist, normalerweise leben sie mit diesem Namen nicht. Na, das, sie heißen in Uruguay mit ihrem ersten Vornamen und in Kuba genauso. Und der zweite Vorname existiert nur dann, wenn sie ihn selber auch sagen wollen. Und das ist für sie schon eine ambivalente Sache, keine Frage. Ja. Sie kennen auch Deutschland bis jetzt nicht. Und ich habe ihnen erklärt, warum diese Namen als zweiten Namen ich für sie ausgewählt habe. In Uruguay ist das normaler. Ne? Es gibt ganz viele Menschen wie mich in Uruguay, also das heißt, die eine lange Knastgeschichte haben, die 12 Jahre, 13 Jahre, 14 Jahre im Knast waren. Alle meine Freunde und Freundinnen haben so eine Geschichte, kommen aus der Stadtguerilla. Und, aufgrund der Militärdiktatur, ob in Argentinien nebenan oder in Uruguay. Ja. War das, also die Kinder fragen schon mal nach, Mami, was hast du damals gemacht und was erzählen sie denen dann? Komplett die Geschichte, die haben alles gesehen an Bildern und wissen Bescheid, was Mami früher gemacht hat. Meine Kinder, seitdem sie wissen, was meine Geschichte ist, das ist seitdem wir in Uruguay leben, vorher habe ich sie nicht erzählt, haben immer so Phasen, wo sie fragen, ja, gegen wen hast denn du gekämpft und was hast denn du gemacht? Und dann wollen sie wissen, hast du eine Bank gemacht oder hast du ein Auto gemacht? Und das finden sie irgendwie ganz toll. Und dann sage ich also, das ist nicht nur einfach toll. Ich diskutiere mit ihnen über Gewalt und wenn mein Sohn mit einer Pistole rumschießen will, die ihm irgendjemand schenkt, ich habe ihm nie eine geschenkt und würde das auch nicht machen, dann versuche ich ihm zu erklären, dass Gewalt ein Mittel ist, nur in der allerletzten Notwendigkeit oder allerletztes Mittel. Ne? Mhm. Aber nicht was ist, wo Mama sagt, ach, das ist aber toll. Und ich nehme sie ihm nicht einfach weg, aber ich sag, ich würde dir nie eine schenken und Gewalt ist nicht was, wo man so drauf abfahren kann. Mhm. Kommen wir mal zurück nach Deutschland. Also sind jetzt auf Lesereise. Was mir am Freitagabend bei der Lesung aufgefallen ist, dass viele da waren, die so aus einer Dackelblickperspektive aufgeschaut haben zu Margret Schiller.
Haben Sie das gern, dass die Leute Sie so anhimmeln, fast wie ein Popstar? Ich überlege jetzt gerade wegen der Situation am Freitag, ja. Ich habe das so nicht unbedingt empfunden, aber das Verhältnis finde ich zum Kotzen. Und ja. Natürlich, wenn man im Fernsehen auftritt oder so Lesungen macht, dann kommt das schnell und dann bin ich froh, dass ich nach 4 Wochen wieder nach Montevideo zurückfahre. Weil solche Verhältnisse möchte ich nicht. Ne? Und ich habe versucht in meinem Buch oder auch in meinen Lebensverhältnissen, zu erreichen, dass das nicht passiert. Aber sobald man öffentliche Person ist, kommen da die Sachen durcheinander. Ne? Ja, es war viel verbaler Weihrauch da im Raum. Also das hat man gespürt. Sie haben ein sehr persönliches Buch geschrieben und keine politische Analyse gemacht. Jetzt sind ja einige Genossen und Genossinnen sauer und sagen, wenn es so ein persönliches Buch, das gehört sich nicht für eine RAF-Aktivistin. Sie haben ja durchaus ein bisschen was zu hören gekriegt von den Kollegen. Irmgard Möller ist, glaube ich, sogar nach Uruguay gekommen und hat gewarnt, dieses Buch zu veröffentlichen. So nicht. Aber ich kann halt nur meine persönliche Perspektive oder ja. meine persönliche Sichtweise schreiben. Ich erhebe nicht den Anspruch, eine Analyse zu machen. Bin ich nicht dazu in der Lage, von dem, wie ich lebe. Ich bin vor allem damit beschäftigt, den Lebensunterhalt zu verdienen. Und es war für mich eine große Anstrengung, die Zeit zu finden, dieses Buch zu schreiben. Und ich lebe ja auch weit weg von allem, gibt keine Diskussion in der Art. Und dann denke ich, es gibt viele verschiedene Sichtweisen. Jede Person, die aus dieser Geschichte kommt, hat ein Stück einen anderen Blickwinkel heute, weil es als Kollektiv RAF nicht mehr gibt. Es gibt überhaupt keine Gruppe mehr aus dieser Zeit, die heute genauso weitermacht wie damals. Und so kann es auch keine gemeinsame Einschätzung eigentlich mehr geben zu dem, wie es damals gelaufen ist. Eine Grundfrage, die sich jeder stellt, wenn Sie jetzt sozusagen beiseite treten und auf sich selber draufschauen von damals, was empfinden Sie da? Gibt es sowas wie Reue für das, was Sie gemacht haben? Nein. Nein, das war ein Teil meiner Geschichte. Ich habe versucht, so genau wie möglich diese Geschichte zur Disposition zu stellen. Aber für mich ist es eine Geschichte, die so war, zu der ich stehe. Und ich sage, ja, das... Das würden Sie auch den Kindern der Opfer der RAF so sagen. Wenn jetzt heute wäre Hans-Martin Schleyer 85 geworden an diesem Tag, am 1. Mai. Wenn jetzt die Söhne von Hans-Martin Schleyer hier wären, würden Sie das denen auch genauso sagen? Ich stelle dann immer die Gegenfrage, also ob Sie den Chef von BASF fragen würden, ob er akzeptiert, dass er ein Massenmörder ist, weil er Medizin nicht mehr produzieren will, weil sie nicht profitabel ist, weil sie für Länder ist in Afrika oder in Lateinamerika und deswegen die Produktion einstellt. Man kann aber keine individuelle Situation wie in dem Fall einfach dahin delegieren, dass man sagt, hier ist eine Großindustrie und da ist irgendwas passiert und der hat möglicherweise nichts Gutes im Sinn. Also jetzt konkret die Situation, ich frage das deshalb, weil es gab ja den Moment, erinnern wir uns an Gero von Braunmühl, der damals Mitte der 80er Jahre von der RAF getötet wurde. Keiner hat es verstanden, weil dieser Mann sich gerade für die Dritte Welt engagiert hat und im Auswärtigen Amt eine gute Arbeit geleistet hat. Und Sie saßen, glaube ich, mal mit einem Verwandten, mit einem Bruder in einer Maschine, im Flugzeug. Haben Sie den angesprochen? Hatten Sie da so ein mulmiges Gefühl oder einfach das Bedürfnis, in Kontakt zu treten? Ich saß, glaube ich, mit dem Neffen im Flugzeug. Ja. Und ich hatte nicht das Bedürfnis, ihn anzusprechen. Ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll. Und klar gibt es konkrete Menschen, die Schmerz empfinden. Und für mich ist ganz zentral, dass in der Welt enorm viel Gewalt herrscht, gegen die nichts gemacht wird. Also wo ich sage halt mit dem Pharma-Konzern. Und wo ich denke, das Schlechteste, was in Deutschland dazu passiert ist, wenn Gewalt tabuisiert wird, nur Gewalt akzeptiert wird, die der Staat ausübt, oder Gewalt akzeptiert wird oder nicht darüber gesprochen wird, die eben Großkonzerne ausüben, aber wir immer hingestellt werden als die Mörder. Da ist ein Polizist umgebracht worden oder Herr Schleyer umgebracht worden und damit die Diskussion weg
kommt ja. von dem, denke ich mir, was real breit ja. wirklich an Gewalt läuft. Ich merke, dass da andere oder stärkere Gefühle sich nicht einstellen. Ich möchte Ihnen meinen dritten Gast vorstellen. Der war damals in der Zeit, war er Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Spiegel. Man sagte damals, Spiegel, vierte Gewalt, großer Einfluss. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Erich Böhme. Sie waren ja persönlich auch richtig betroffen. Ich weiß, zu Hause bei Ihnen hier in Hamburg, das Fensterglas ist immer noch Panzerglas. Mussten Sie sich damals schützen gegen die RAF? Heute hat es den Vorteil, dass das Haus sehr still ist. Man ist vom Verkehrslärm abgeschirmt. Und damals war die Vorstellung, na ja, der Spiegel hat ja nicht mitgezogen, das sind Renegaten. Ja. Und da habe ich durchaus, oder wir hatten durchaus damit gerechnet, dass man uns mal in die Knie schießt, so nach italienischem Vorbild. Sie fühlten sich also bedroht auch damals? Ja, aber man hat uns nichts getan. Ja, jetzt haben ja alle gesagt, der Staat hat damals überreagiert ja. auf die RAF. Haben die Journalisten auch überreagiert oder richtig also reagiert? Also erstmal hat die RAF überreagiert, nicht ja. wahr? Man kann ja gegen Restauration vorgehen, man kann ja demonstrieren, man... Von mir aus brennt auch ein Auto, also ich, es werden so viele Autos produziert, das stört mich nicht. Also jetzt am 1. Mai ist ein Haupe abgefackelt worden, muss man sein Auto nicht auf der Gasse rumstehen lassen. Ich weiß nicht, ob man Macht in diesem Sinne ausüben soll, dass man Polizisten erschießt, dass man Bankiers erschießt, dass man Industrielle erschießt. Es hat ja auch nichts gebracht, im Gegenteil. Das Pendel ist zurückgeschlagen. Das ist mal das Erste. Der Staat hat sicher überreagiert, weil er sowas nicht gewohnt war. Mhm. Es war die Zeit der Restauration, da war es sehr ordentlich und ruhig in Deutschland. Dann kam die 68er-Zeit, da ist ja noch nichts Terroristisches passiert. Das war ja noch, da hat es an der Universität gekocht, da ist in Paris, ist Danny Cohn-Bendit aufmarschiert. Ja. Heute sitzt er im Europaparlament, ja? Ja, richtig. dann kam die Große Koalition und die machte die Notstandsgesetze. Ja. Das war schon mal die erste Überreaktion zu einer Zeit, wo man es eigentlich nicht gebraucht hat. Man hat die Große Koalition gebraucht, um die Notstandsgesetze zu machen, die man nicht gebraucht hat. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass sozusagen die Rebellierenden hochgeschafft worden sind. Dass sie erst mal eine Bühne dafür bekommen haben. Ich will aber trotzdem noch mal persönlich reingehen. Das ist die politische Einordnung in der Zeit, in der Fall. Wenn Sie jetzt heute Margret Schiller hören, Sie haben ja eben zugehört. Ja. Also interessiert Sie die Geschichte in der Form, wie sie sie heute zu Papier gebracht hat? Nein, ich möchte von ihr ganz genau wissen, ob sie bereut dabei gewesen zu sein, als ein Polizist umgeschossen worden ist, also ausgeblasen. Damals, als sie mit Gerd Müller unterwegs war. Mit Müller. Sie sind verhaftet worden. Ihr war zu dritt in einer Telefonzelle und wollte telefonieren und die Polizei, der ist es ruchbar geworden und die wollten euch verhaften. Und da hat ihr Kompagnon Müller einen Polizisten erschossen. Sie sind weggelaufen, sind sogar noch also mit dem Streifenwagen weggefahren und dann verhaftet worden. Verstanden. Das ist dieselbe Diskussion, wie wir sie eben schon hatten, wo ich gesagt habe, das war immer so, wir wurden an den Pranger gestellt, da habt ihr einen Polizisten umgebracht. Ihr habt ja einen umgebracht. Ja, ja, aber darüber wird die ganze Diskussion verschoben. Also das heißt, wo ich sage, Massenmörder, die es heute gibt, die werden nicht an den Pranger gestellt. Und da sage ich, auf so eine Diskussion ist das Wort Mörder eine Machtkategorie, ne? Und nicht, was Sie unterstellen, sagen, es geht Ihnen um den Polizisten. Geht es Ihnen um den Polizisten, der dabei erschossen worden ist? Haben Sie sich um den gekümmert? Nein, es geht aber nicht darum, dass man das vernebelt, indem man sagt, die Großindustrie macht irgendetwas nicht, weil sie nichts dran verdient, damit die dritte Welt nicht gerettet wird oder das Leben gerettet wird in der dritten Welt. Gut, das ist ja anprangerbar. Aber dadurch, dass ihr einen Polizisten erschießt, habt ihr das nicht um ein Gran besser gemacht, sondern die Idee schlechter gemacht.
Ich möchte mal Ilja Richter kurz einbeziehen. Wir haben ja eben über die Veränderung auch in Ihrem Leben gesprochen. Ja. Es gibt bei Ihnen eine Geschichte über 82 hinaus. 1988 war das, glaube ich, da haben Sie sich an den Bundespräsidenten gewandt und sich dafür eingesetzt, dass ein ehemaliger Terrorist... Der Boog, ne? Der Boog. Peter-Jürgen Boog Haftverschonung bekommt. Und, nachdem er ein paar Jahre allerdings gesessen hatte und es auch die Zeit an, also die Zeit war gekommen, ja, dass der Bundespräsident in so einem Fall nach so und so vielen Jahren eine Amnestie aussprechen kann. Ja. Warum haben Sie sich dafür engagiert? Das war eine Überraschung, dass Ilja Richter da zum Bundespräsidenten geht und sagt, ich bin dafür, dass der freikommt. Weil es ja an sich ein sehr bürgerlicher Gedanke ist, im Gesetzbuch und auch in allem insgesamt gesehen ein humanistischer Gedanke, dass man ja Menschen nicht ins Gefängnis steckt, damit sie dort bleiben, sondern wieder integriert werden, ja, sollen. Und warum sollte denn nicht in diesem Falle, und das habe ich auch verstanden, als einen normalen Versuch, einen Menschen, der auch nicht mehr rückfällig werden will, der keine Gewalt ausüben will, darum ging es, der übrigens auch krank war, wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch sehr krank, dass man das versucht. Er hat die Chance jetzt, kriegen wir alles hin. Es war nur die Frage, ob Sie heute bereuen, dort Schritte zu viel gegangen zu sein. Denn da haben Sie nichts gesagt zu. Sie haben sich ja nur gerechtfertigt und gesagt, weil die BASF dies und jenes tut, warum sollen wir das nicht auch tun? Aber Sie müssen auch davon ausgehen, dass nach Ihnen, Sie haben zu der Zeit im Loch gesessen, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank bewusst umgepustet worden ist, dass der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie umgelegt worden ist. Reine Mordvorhaben. Aber saß sie da nicht schon? Das war die Zeit. Das habe ich ja einschränkend gesagt. Nur, man muss Lass sie mal eben, jetzt mache ich wie Böhme, lass sie doch mal eben. Dann müssen Sie aber die Bühne noch schnell. Ja, so. Lass sie doch mal eben. Ja? War das so? Ah, okay. Ich wollte auf das von Ilja Richter eingehen. Und es gibt heute noch politische Gefangene, die schon seit über 20 Jahren sitzen und die man nicht rauslässt, weil sie nicht sagen, ich finde alles scheiße, was ich gemacht habe. Und es ist klar, es gibt zum Beispiel heute keinen bewaffneten Kampf mehr. Und die Leute, die schon so lange im Knast sitzen, es auch sicher nicht machen werden. Aber sie sind drin und sie werden nicht rausgelassen, weil dieser Staat Rache praktiziert. Und möchte ich doch gerne hier sagen. Also es sind sechs Gefangene, die politische Gefangene, die heute unter solchen Bedingungen leben und seit Ewigkeiten drin sind und nicht rauskommen. Was denken Sie denn über die Menschen, mit denen Sie zum Beispiel auch damals zusammengelebt haben? Also nehmen wir Joschka Fischer, mit dem Sie auch nach Ihrem ersten Gefängnisaufenthalt ja zusammen in der Wohngemeinschaft auch einige Zeit verbracht haben. Wenn Sie merken, solche Menschen sind in die Politik gegangen, den Weg durch die Instanzen, heute Minister, anerkannter Außenminister, oder auch Ihr ehemaliger Anwalt Otto Schilly, heute Innenminister. Was empfinden Sie da, wenn Sie den Weg, den Lebensweg dieser Menschen sehen? Ja, also es gibt es ja in der Geschichte ganz viel, dass Leute mit der Zeit ihren Weg ändern. Und werde da immer betrachtet als ein Relikt. Ne? Wie, denkst immer noch genauso wie vor 30 Jahren? Das ist ja unmöglich. Also besonders in Deutschland ist es ganz unmöglich, dass man immer noch so denkt wie vor 30 Jahren. Und in Deutschland ist das natürlich sehr viel angesehener, so einen Weg zu machen wie Joschka Fischer. Aber logisch, also er hat nichts mehr zu tun mit dem, was er ursprünglich gedacht hat und wofür er angetreten ist. Und, aber Sie respektieren das und das entnehme ich dem ja, dass Sie sagen, ja, das ist eine politische Geschichte, eine Biografie, die Sie erzählen. Nein, ich habe dafür keinen Respekt. Aha. Nein. Mhm. Also nicht dafür, dass Leute an einem bestimmten Punkt sagen, ich kann das nicht mehr weitermachen und ich will das nicht mehr weitermachen und ich entscheide mich für was anderes. Aber das ist ja wirklich absolut die Seite gewechselt. Also er schickt die Bomben nach Kosovo. Wirklich, dagegen haben wir mal was gemacht. So. Jetzt habe ich ganz unseren Polit-Talker vernachlässigt. Das ist unerhört. Das ist unerhört. Also ich sollte mehr Respekt haben. Nein, also ich wundere mich, Mensch, wie Sie das alles hinkriegen. Noch, Sie arbeiten ja noch mehr als vorher. Wie kommt das, dass Sie nicht nachlassen können, nicht loslassen wollen? Es ist sehr viel schwieriger, nicht mehr zu arbeiten,
als das zu tun, was man bisher gemacht hat, ja, und was man eigentlich leidenschaftlich macht. Also stellen Sie mal vor, Sie sitzen zu Hause, Frau Schiller sitzt irgendwo im Studio und Sie können sie nicht fragen. Das ist jetzt leidenschaftlich tun. Ja. Wenn Sie doch verrückt, schlagen Sie die Mücken von der Wand. Ja. Ja? Also kommen Sie her. Ich habe ja immer noch diesen einen Satz in Erinnerung, wo Sie gesagt haben, ich bin hemmungslos eitel. Was ist es, was Sie da nach vorne treibt? Diese Abhängigkeit von Applaus, auch gepinselt zu werden, oder woher kommt das? Also viel Applaus haben wir ja bislang, ich nicht viel gekriegt, aber das macht ja nichts. Natürlich bin ich eitel, aber es treibt mich nicht ins Fernsehen. Mich treibt ins Fernsehen, den Schilly was fragen zu können, den Joschka Fischer was fragen zu können, darüber zu diskutieren, ob wir Inder nach Deutschland holen sollen, die uns mal ein bisschen voranbringen auf dem Gebiet der Informationstechnologie. Gut, es kann auch ein anderer machen, aber ich denke, ich mache es besser, also will ich es machen. Doch klar. Ja, ja. Wenn wir jetzt noch mal Ihren Blick als Chefredakteur von damals zurückwerfen auf das, was wir gehört haben. Was ja auffällt, was mir bei der Lesung aufgefallen ist, dass eine gewisse Romantisierung da ist. Woher kommt die? Naja, das ist der Blick zurück. Das waren Zeiten, wo wir selber jung waren und wo wir selber sehr viel Unfug getrieben haben. Und wir finden das heute einfach, da ist was, das war was Romantisches, das war auch ein Räuberspiel. Nicht? Das hat, ihr wart ja nicht nur getrieben von einem Bekehrungswahnsinn, sondern ihr hattet auch einen Spaß an dem Spiel, ja? Den Staat herauszufordern und zu gucken, wie weit man gehen kann und wie das so kommt. Und das ist ein Räuber- und Gendarmspiel. Ein Räuber- und Gendarmspiel löst natürlich romantisierende Erinnerungen aus. Ja. Oder? Also, mit der Verkürzung wird sie sicherlich nicht leben können. Vielleicht ein bisschen. Nein, also für mich ist das Wort Romantik in dem Zusammenhang absolut weit weg. Und ich denke mir, was ich versucht habe, auch zu erzählen, zu beschreiben, zeigt davon nichts. Ne? Für mich war das sehr ernst und ich habe in meinem Leben gelernt, dass mir das Kämpfen Spaß macht. Aber damals war es mir vor allem sehr ernst und gelacht und oder ist irgendwie als Räuber- und Gendarmspiel gesehen. Nee. Bedanke mich sehr herzlich für den Besuch. Margret Schiller, wie lange werden Sie jetzt noch in Deutschland bleiben? Vielmehr noch 3 Wochen. 3 Wochen noch? Sie. Alles Gute dafür. Danke, Margret Schiller. Vorhin über das Buch von Ilja Richter gesprochen, das wird jetzt sogar umgesetzt. Es gibt ein Theaterstück, bald zu sehen, ein Kabarettprogramm, im Tränenpalast, läuft Ende Mai, also kann 22. Mai bis 27. Jetzt ist es raus. Danke, Ilja Richter. Komm. Okay. Ja. So, Herr Böhme, Mensch, lassen Sie mal die Jungen rein. Journalism ist for Boys. Ich merke, sollen kommen, Druck machen. Die probieren es ja dauernd schon, nicht? Naja, Sie haben ja dann einen süßen kleinen Platz entdeckt da im Spartensender NTV. Da können Sie ja machen, was Sie wollen. Spartensender NTV, das ist ein Kultsender, wenn ich das so sagen darf. So nennt man das. Und das ist ja am Sonntagabend immer guckt und am Montagabend. Ja, ja. Ich kenne da noch ein anderes Programm am Sonntagabend. Ein quotenstarkes Programm. Ihre unmittelbaren Konkurrentin, Sabine Christiansen. Danke, Herr Böhme. Bitte sehr, grüßen Sie von mir. So, nächste Woche bei uns ist Christoph Daum zu Gast, der Erfolgstrainer von Bayer Leverkusen, wird ja vielleicht deutscher Meister. Und Lilly von Schaumburg-Lippe ist da und dazu Lothar de Maizière, der Macher auch der Deutschen Einheit. Also wird sich sicherlich hier zu Wort melden. Also wünsche ich noch einen schönen Abend hier in der ARD. Alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche und bis dann, nächsten Montag. Tschüss, danke Ihnen sehr.